Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück hier auf Testubüffel TV. Mein Name ist Flo. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend, kannst nichts dafür. Auf jeden Fall. Und heute begrüße ich euch zur vierten Folge der DSC Arminia Bielefeld Sprint to Glory. Wir starten rein. Wir sind in der siebten Saison mittlerweile. Unsere Mannschaft sieht aus wie folgt. Woodburn, Moore, Dahoud, McKenny, Davis, Leao, Zakadou links, Piri, Bastoni, Alexander Arnold. Unser bester Spieler, nee, stimmt gar nicht mehr, unser zweitbester Spieler mit Moore und Jan Sommer im Tor. Außerdem haben wir ja noch viele Spieler auf der Ersatzbank hier unten. Zum Beispiel den Region von Peter Cech, den Region von Zlatan Ibrahimovic, den Region von Bastian Schweinsteiger, Diaz. Kann ich euch jetzt momentan gerade gar nicht sagen, was er genau ist. Er ist ein Chilene, aber sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Er ist 22 Jahre alt, die 74. Und Szoboszlai, der Ungare, den wir uns natürlich auch geholt haben. So, und unten geht's dann weiter, aber dazu kommen wir dann gleich. Das war dann die ganze Auffrischung, die wir jetzt bislang hatten. Und natürlich haben wir auch Spieler per Vorvertrag geholt, wie jede Saison zwei Stück. Und diesmal haben wir wieder richtig gute gekriegt, meiner Meinung nach. Und ihr seht sie hier unten. Zum einen Kingsley Coman mit der 87, mittlerweile 27 Jahre alt. Und Max Meyer ebenfalls 27 Jahre alt. Die 86, ein Ratingpunkt schlechter. Und die werde ich jetzt in die erste Mannschaft natürlich reintun. Das bedeutet dann jetzt natürlich, dass unsere Mannschaft nochmal um einige stärker aussieht. Max Meyer finden wir neben Mahmoud, Dahoud und Coman auf rechts. Dafür ist dann Davis rausgerückt. Natürlich müssen wir gucken, dass wir Davis noch irgendwie eingesetzt kriegen. Ich denke, das wird hier dann von der Bank weichen. Dann sieht unsere Startaufstellung so aus und ich bin der Meinung, wir brauchen vor allem in der Zentrale der Verteidigung nochmal anständigen Zuwachs, denn wir hier haben wir noch nicht die 80 erreicht. Jan Sommer geht runter, aber natürlich haben wir hier Peter Cech Region, der dann nur noch ein Ratingpunkt, beziehungsweise in dem dann nur noch ein Ratingpunkt fehlt. Und ich würde sagen, wir starten rein ins Vorbereitungsturnier, schauen, was die erste Transferphase bringt. Und es sei noch angemerkt, normalerweise machen wir immer zwei Saisons, heute belassen wir es bei einer. Aber Hauptsache, wir machen mal weiter und wir gehen rein in das erste Spiel gegen den FC Liverpool. Momentan haben wir 22 Millionen an Transferbudget übrig. Dies könnte sich aber natürlich durch das Vorbereitungsturnier ändern. 10 Millionen können wir hier insgesamt bekommen. Salah bringt Liverpool in Führung. Und wenn es mich nicht ganz täuscht, ist es nicht das erste Mal, wo wir hier auf Liverpool treffen. Da sind auch viele Spieler dabei. Paslak, deren Name ist Halstenberg. Ja, und sonst Brewster sollte man vielleicht auch noch kennen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, aber Leao macht den Ausgleich in der 41. Minute. Wir skippen das Ding. Salah schnürt hier seinen Doppelpack. Es wird ein 1:2 für Liverpool und wir starten in dieser Folge mit einer Niederlage. Hätte natürlich besser laufen können, aber wir gehen rein ins zweite Spiel. Wo es dann direkt besser aussieht, denn wir treffen auf Beşiktaş Istanbul und schlagen diese sogar mit 0:2. Bei uns trifft Leao im Doppelpack. Der hat auf jeden Fall eine super Vorbereitung vor sich. Beziehungsweise bis jetzt 3 Tore, 2 Spiele. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir machen weiter mit dem letzten Spiel der Gruppenphase. Und dort sollten wir dann zwingend einen Sieg einfahren, denn in unserer Gruppe ist noch alles möglich. Momentan sind wir auf Platz 2, da wir ja gegen Liverpool verloren haben. Die haben im zweiten Spiel unentschieden gespielt. Das heißt, ein Sieg gegen die Roma ist auf jeden Fall Pflicht. Liverpool führt bereits gegen Beşiktaş. Das ist natürlich uns erstmal egal. Aber wir treffen auch Moore und Ricky auf der Gegenseite. Jetzt skippen wir das Ding, es bleibt beim 1:1 und das bedeutet, wir sind weiter. Allerdings als Zweitgenannter ist jetzt nicht ganz so toll, aber auf jeden Fall besser. Und jetzt müssen wir ran gegen Benfica. Und dort setzen wir uns ganz glücklich mit 3:4 im Elfmeterschießen durch. Auf unserer Seite trifft Alexander Arnold spät in der 81. Minute. Auf der Gegenseite trifft Jovic schon in der 49. Und somit stehen wir im Finale des Vorbereitungsturniers und haben hier die Chance, das volle Preisgeld mitzunehmen. Doch davor bekommen wir nochmal 25 Millionen auf unser Transferbudget hinzu, denn wir verkaufen Weston McKennie in Richtung Inter Mailand für 31 Millionen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Angebot. Wir haben ja jetzt eigentlich schon unsere Stamm-Mittelfeldreihe und jetzt müssen wir ran gegen Liverpool, mal sehen, was wir da noch holen. Und danach geht es natürlich an Neuverpflichtungen, vor allem in der Innenverteidigung. Doch dafür stehen uns nicht die vollen 10 Millionen zusätzliches Preisgeld zur Verfügung, da wir uns auch hier erneut gegen Liverpool geschlagen geben müssen. Mit 2:1 verlieren wir. Diesmal trifft Mané und Krojec auf unserer Seite. Trifft zwar noch Dahoud spät, aber das war eben zu spät. Es bleibt beim 2:1. Aber ich bin vollkommen zufrieden, im Finale des Vorbereitungsturniers zu stehen. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Und jetzt gehen wir rein und schauen, wen wir so verpflichten.
Und wir hatten gesagt, wir brauchen einen neuen Innenverteidiger und den haben wir jetzt gefunden. Viktor Lindelöf, er sollte jedem bekannt sein. Mittlerweile 28 Jahre alt, mit dem 85er Rating, Wechsel für 43,5 Millionen zu uns, 175.000 die Woche bei einem 5-Jahres-Vertrag. Das ist auf jeden Fall eine krasse Verstärkung, gerade in der Innenverteidigung. Und nun haben wir hier auch den ersten, der die 80 überschreitet. Der kommt dann auch direkt hier rein. Finden wir jetzt neben Kikpiri, Zakadun ebenfalls noch drin und Alexander Arnold. Mal sehen, ob ich das noch umstelle, aber ich denke, ich werde das erstmal so lassen, dass die rechte Seite komplett abgesichert ist. Wir haben jetzt kaum noch Transferbudget, denn wir hatten knapp 55 Millionen dafür zur Verfügung. Es laufen noch weitere Verhandlungen. Wir haben jetzt, ihr seht es gerade, noch 3,87 Millionen zur Verfügung. Jetzt simulieren wir weiter, schauen, ob wir noch jemanden verkaufen und dann würde ich gerne wieder in Talente investieren. Mal sehen, ob das passiert und natürlich halte ich euch auf dem Laufenden. Es kamen zwar immer wieder Angebote nun rein für unsere Spieler, allerdings war nichts Interessantes dabei und wenn, dann wollten sie die Preise, die wir wollten, nicht zahlen. Das Einzige, was bis jetzt passiert ist, ist, dass wir Rodrigo, Traoré, Diarra verliehen haben in Richtung Köln. Einfach aus dem Grund, er ist unser dritter Torhüter, wir haben ja noch Buril auf der Bank, der sich auf jeden Fall schneller entwickeln wird. Und so kann sich der junge Mann dann weiterentwickeln. Jetzt schauen wir rein, es sind noch ein paar Tage, bis die Transferphase vorbei ist, ja, um genau zu sein, noch 11. Und wir schauen, ob da noch was passiert. Und sonst sehen wir uns auch noch schnell das Spiel gegen Freiburg an, bevor wir dann weiter simulieren. Ich würde sagen, die Simulation macht weiter und wir hoffen auf ein paar Transferangebote noch. Ich würde schon nochmal gern ein, zwei Spieler verpflichten. Bislang glückt uns das aber nicht. Unsere Mannschaft sieht immer noch gleich aus. Ja, und mit der gehen wir dann jetzt auch rein. Gegen Freiburg auswärts ins erste Bundesligaspiel dieser Saison. Mal sehen, wie die Mannschaft von Freiburg so aussieht. Kleindienst sollte man kennen. Und sonst viele Unbekannte. Dahlberg, noch der Torhüter von denen, ist nicht ganz so gut. Den hatte ich nämlich auch gescoutet. Nun trifft Mohr auf jeden Fall in der 27. Minute und seitdem sind wir auch in Führung. Jetzt Mohr mit der gelb-roten Karte. Das ist bitter. Das bedeutet, er fällt ein Spiel aus und ein Tor wird auf jeden Fall noch fallen. Ich hoffe natürlich auf unserer Seite. Aber es fallen sogar zwei. Nugget trifft für Freiburg und Woodburn für uns. Somit entscheiden wir das erste Spiel dieser Saison für uns. Und das ist natürlich richtig stark, mit 3 Punkten hier in die Saison zu starten. Am Transfer-Deadline-Day ist immer noch nicht wirklich was passiert. Wir haben zwar noch ein paar Stunden, aber die werde ich jetzt überspringen. Ich habe mich nochmal für eine Änderung entschieden und zwar Tim Buril. Heißt der Tim? Auf jeden Fall kommt Buril hier rein ins Tor für Jan Sommer. Einfach aus dem Grund, ist es nur ein Ratingpunkt und den hat er natürlich dann direkt aufgeholt. Unsere Mannschaft sieht sonst aus wie folgt. Wir haben Piri und Lindelöf in der Innenverteidigung. Zakadou links, rechts haben wir Alexander Arnold. Dahoud und Meier jeweils mit der 87, genauso wie Coman, finden wir hier zum Teil in der Viererkette. Davor links Leao, der natürlich Stürmer ist eigentlich, aber auch schon die 84. Woodburn und Mohr davor. Mohr natürlich jetzt gesperrt für ein Spiel, aber ich würde sagen, die restlichen 5 Millionen, die wir knapp noch zur Verfügung haben, nehmen wir mit, um eventuell noch Vorverträge zu machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am 1.1. wieder. So Leute, der 1.1. ist jetzt angebrochen und ihr seht, wir sind bereits im Jahr 2024. Und ich habe ein paar Sachen gesehen, denn wir sind ziemlich weit gekommen im DFB-Pokal. Hier haben wir uns im Achtelfinale gegen Paderborn durchgesetzt und davor bereits schon gegen Hannover. Ja, und hier haben wir auch 4-1 gewonnen. Wieder 3 Tore Differenz. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Und jetzt steht hier ein Topspiel gegen die Bayern an. Wir schauen rein, wie wir tabellarisch stehen. Unser Manager-Rating eine 83. Das sieht gut aus. Und wir sind Tabellenplatz 1. 3 Punkte vor dem ersten FC Köln. Richtig stark. Wir schauen es uns mal in groß an. Ja, 3 Punkte. Das bedeutet momentan Champions League. Und ich denke, das könnte mit dieser Mannschaft auch möglich sein. Richtig gut. 10 Siege, 5 Unentschieden, 1 Niederlage. 25 Tore, 13 Gegentore und eine Tordifferenz von 12. Trotz unserer relativ schlechten Innenverteidigung, ja, haben wir uns hier gut durchgesetzt. Wir schauen noch, wer hat sich entwickelt. Alexander Arnold auf die 87, Lindelöf unverändert, Piri unverändert. Ne, stimmt gar nicht, 1 Punkt hoch. Leao unverändert, Meier unverändert, Dahoud unverändert. Coman ebenfalls, Mohr auch unverändert, da hat er eh schon sein Potenzial erreicht. Aber dafür Woodburn nochmal 1 Punkt hoch. Sieht gut aus, Buril sich auch entwickelt mittlerweile, also es war die richtige Entscheidung, ihn hier für Sommer rauszunehmen. Bergroth die 81, das sieht gut aus.
Und sonst sieht die Mannschaft auch nicht schlecht aus. Wir gehen jetzt rein, eventuell noch Vorverträge zu machen und schauen natürlich, was diese Transferphase bringt. Und sonst würde ich sagen, nehmen wir das Bayern-Spiel auf jeden Fall noch mit. Vorerst reicht das Geld nur für einen Vorvertrag. Und zwar Waldemar Anton, erneut ein Innenverteidiger, die 84 mittlerweile. Ein Marktwert von 26 Millionen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht von Watford. Kommt ab nächster Saison zu uns. Verstärkt uns zusätzlich in der Innenverteidigung. Und jetzt simulieren wir weiter bis zum Bayern-Spiel oder es passiert nochmal irgendwas in der Transferphase. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich euch noch einen Transfer irgendwie mitteilen kann, bevor wir in das Spiel gegen den großen FC Bayern München reingehen. Aber ja, mittlerweile sind sie ja gar nicht mehr so groß, denn sie waren nicht unter den Top 10. Das bedeutet, es sollte eigentlich ein guter oder ein leichter Sieg für uns werden. Mahmoud Dahoud in der 14. Minute mit der gelben Karte auf unserer Seite, Stones auf der Gegenseite. Also da sind aber auch Namen, wo man eigentlich kennt. Maffeo, Llorente, der gerade seinen Doppelpack geschnürt hat, natürlich auch. Also es sieht nicht gut aus gegen die Bayern. Dahoud kommt nochmal ran in der 61. Minute. Wenigstens ein Unentschieden mitnehmen. Das wäre überragend, gerade gegen die Bayern. Aber es bleibt beim 1:2 nach 90 Minuten. Ja, die Torschützen Llorente auf der Gegenseite mit dem Doppelpack und auf unserer Seite Mahmoud Dahoud. Ja, ist auf jeden Fall ein kleiner Rückschlag, aber ich hoffe trotzdem, dass wir uns die Meisterschaft noch irgendwie sichern können und eventuell jetzt noch jemanden verkaufen. Und nun ist endlich jemand verkauft und zwar unser mittlerweile Backup-Innenverteidiger Alessandro Bastoni wechselt in Richtung AS Rom für 16,2 Millionen, was bedeutet 12 Millionen bekommen wir auf unser Transferbudget hinzu. Dies bedeutet, wir können jetzt nochmal einen richtig starken Vorvertrag holen und natürlich dann auch noch ein paar Jugendspieler, die sich dann eventuell später rentieren. Wir schauen mal rein, wer es wird per Vorvertrag. Und nach langem Hin und Her wird es Charles Alenia. Er hat mittlerweile die 87, ist 26 Jahre alt. Ihn haben wir nun per Vorvertrag geholt. 76.000 die Woche ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, wenn man so den Rest mal vergleicht. Wenn man es mit einem Lindelöf vergleicht, der 175.000 die Woche bekommt, ist das ein ganzes Schnäppchen. Aber jetzt habe ich noch ein paar Sachen gesehen, die möchte ich auf jeden Fall noch durchziehen, denn die verstärken uns und helfen uns natürlich extrem. Und das ist die Sache, von der ich gesprochen habe. Wir finden Leandro Acuña Bardini oder wie auch immer man ihn ausspricht, fürs zentrale offensive Mittelfeld oder als Mittelstürmer auf dem freien Markt. Also er war ein freier Spieler mit der 76, 23 Jahre alt. Ich denke, er hat noch ein bisschen was am Potenzial. Die 80 könnte er auf jeden Fall überschreiten. Ihn haben wir nun ebenfalls geholt, einfach um uns noch in der Breite zu verstärken. Wir haben nochmal 10 Millionen übrig. Ich denke, irgendwen werden wir dafür schon noch bekommen. Ich schaue mal durch und dann sehen wir uns das letzte Mal, bevor wir dann in Richtung Ende simulieren. Zu guter Letzt kommen nochmal zwei Spieler dazu. Zum einen Higinio Messias Osori mit der 72. Für ihn haben wir 4,9 Millionen gezahlt. Das war seine Ausstiegsklausel. Ja, 4,5 Millionen ist sein aktueller Marktwert. 21 Jahre alt, 72er Rating. Und einen Innenverteidiger, Toni Möller. Für ihn haben wir 3,2 Millionen hingelegt. Sein Marktwert beträgt 3,5 Millionen mit dem 70er Rating. Zwar auch noch keine direkte Verbesserung, aber ich denke, die werden sich schon noch, wenn sie hin und wieder mal ihre Einsätze bekommen, verstärken. Wir schauen uns nochmal die Mannschaft an und dann simulieren wir ans Ende dieser Saison. An der hat sich ja bis jetzt nicht viel verändert. Wir haben ja nur Vorverträge gemacht. Ihr seht hier nochmal die ganzen Spieler. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und was mir wichtig war, wir haben uns nochmal ein bisschen in der Breite verstärkt. Wir haben jetzt viele Neuankömmlinge, viele junge Spieler, die sich hoffentlich früher oder später noch entwickeln. Bergrot mit der 81 mittlerweile. Der gefällt mir richtig gut. Dem fehlen auch nur noch zwei Ratingpunkte. Ja, bei 2 Jahren jünger. Das kann er auf jeden Fall irgendwann aufholen. Und Leao, da hätte ich gerne nochmal eine Verstärkung geholt, habe ich allerdings nichts gefunden. Und natürlich sollten wir in der nächsten Saison dann auf die Linksverteidigerposition eingehen, da Zakadou mit 24 Jahren zwar im besten Fußballalter ist, aber die 79, auf der hängt er momentan fest, genauso wie Kikpiri, aber da haben wir ja einen Ersatz gefunden. So, genug geredet. Ich würde sagen, wir sehen uns am Ende der Saison und hoffen natürlich, dass wir auch hier die Champions League Plätze belegen. Ende der Saison 23/24. Das wird sich schon ziemlich verrückt an, aber wir schauen rein und gucken mal, wie wir uns geschlagen haben. Wir haben das Ligaziel erreicht. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Wir sind Platz 1, Leute. Wir konnten uns vor Köln schieben. Ein Sieg mehr, so wie es hier aussieht. Ja, so ist es auch. Ein Sieg mehr, 3 Punkte vor dem ersten FC Köln. Das bedeutet, wir haben den ersten Titel in dieser Karriere geholt. Ja, der DSC Arminia Bielefeld wurde Meister. Richtig stark. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist Hammer. Das heißt, wir spielen nächste Saison
Dann um die Champions League Plätze. Wir schauen uns nochmal die Mannschaft an. Woodburn 84, Leao die 85 mittlerweile, richtig stark. Buril leider verletzt. Ich denke, da wird dann auch Sommer hin und wieder gespielt haben. Und wir sehen es hier, Bergroth hat immer wieder gespielt, deswegen seine Ausdauer auch ziemlich weit unten. Richtig gut hat sich sonst noch jemand entwickelt. Möller auf die 71, Osorio auf die 73, Riedel 75, Diaz 76, Perez Ruiz 71. Er ist nicht ganz so toll, aber Acuña, Badini mit der 77, Davis auf die 82, hoch Roberts die 75. Sieht alles richtig stark aus, aber ich denke, das werde ich dann nächste Saison so rum umstellen. Ampadu, ja, gleich geblieben wie Kikpiri, Schoboschlei die 79. Richtig stark, Leute, richtig gut. Die Mannschaft sieht echt nicht schlecht aus und gerade sehe ich noch, wir kritisieren Axel Sakadu, dass er auf seiner 79 hängen bleibt und er geht auf die 80 hoch. Richtig stark, Leute. Das bedeutet auf jeden Fall erstmal den Meisterschaftstitel und wir schauen mal rein, ob wir eventuell nochmal ein Pokalspiel haben. Das wäre natürlich auch noch stark, aber wir sind hier, nein, da ist keins mehr drin. Das bedeutet, für uns war wahrscheinlich Schluss und gegen wen, das seht ihr jetzt gleich noch. Und hier ist der Übeltäter auf gut Deutsch, der uns rausgeworfen hat. Borussia Mönchengladbach steht im Finale gegen den FC Bayern München. Gladbach, ah, jetzt habe ich mich verklickt, aber Gladbach konnte sich noch gegen den VfB durchsetzen. Bayern hat sich unter anderem gegen Leipzig, gegen Leverkusen und ja, dann Bremen durchgesetzt. Und wir hatten eigentlich ja einen guten Lauf mit 3-0 dann gegen Paderborn und dann hat leider ausgeschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Aber es war auf jeden Fall eine starke Saison, gefällt mir richtig gut. Top-Torschützen können wir da vielleicht auch noch jemanden beisteuern. Wir schauen mal direkt rein. Coman und Davis jeweils 11 Tore und die spielen beide auf der gleichen Seite. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Bergroth 10 Tore und das in seinem Alter auch verdammt gut. Dann haben wir noch Leao 9 Tore. Also wir haben verdammt viele Tore geschossen. Sieht richtig, richtig gut aus. Ich freue mich auf die nächste Saison, wo wir dann das erste Mal in der Königsklasse vertreten sind. Und dann würde ich dieses Video für heute beenden. Wie gesagt, wir bleiben bei einer Saison. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch kein Teil der Testo-Beflorde seid, dürft ihr natürlich gerne abonnieren. Würdet ihr uns mega supporten. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin haut rein und macht's gut.